Ein markanter Punkt im Ikonoklasmus war die Synode von Hireia von 754. Konstantin V. hat persönlich die Vorbereitung des Konzils überwacht und sich zum Teil selbst wissenschaftlich eingebracht. Die Begriffsbestimmungen des Kaisers bildeten sogar den Argumentationsrahmen der Versammlung. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nur Bilderfeinde anwesend waren. Auch die orientalischen Patriarchen oder der römische Papst waren ausgeschlossen. Der Zweck der Versammlung war, den Bilderkampf in seine entscheidende Phase überzuführen. So waren auch die Beschlüsse nach des Kaisers Wunsch ausgefallen. Bilderfreunde verfielen in jedem Fall der Häresie. Wenn sie argumentierten, im Bild würde nur die menschliche Natur Christi dargestellt, so verstießen sie gegen die Lehre von den beiden Naturen Christi. Da Christus aber immer auch Gott sei, darf er, da Gott nicht darstellbar sei, nicht abgebildet werden. Wenn die Bilderfreunde aber behaupteten, die beiden Naturen hätten nichts miteinander zu tun, so verfielen sie ebenfalls der Häresie, weil sie das Dogma von der Menschwerdung Christi leugneten. Konstantin führt auch aus, dass es zwei Ebenen des Bildes gäbe, die des Abbildes und die des Abgebildeten. Beide Ebenen seien Bestandteile eines materiellen Bildes. Bild und Abbild fallen bis zur Wesensgleichheit zusammen. Damit war aber bewiesen, dass die Bilderfreunde Götzendienst erweisen, auch und vor allem, wenn sie behaupteten, die Verehrung gelte nicht dem Bild, sondern dem Abgebildeten, da das Bild ja nur auf eine Person verweise. Diese philosophisch-theologische Untermauerung führte zu einer weiteren Verschärfung des Konflikts, denn das Konzil hatte in weiterer Folge auch die physische Beseitigung der Bilderfreunde als gerechte Strafe legitimiert. 766 mussten alle Untertanen einen Eid gegen die Bilderverehrung ablegen. Der Streit um die Bilder entwickelte sich nach der Synode von Hireia zum Bürgerkrieg. Bald nach dem kirchlichen Bilderverbot stilisierten Mönche den Kaiser als Antichristen und Sarazenenhörig. Wohl auch, um damit die aus dem Osten des Reiches stammenden Ratgeber am kaiserlichen Hof zu treffen. Umgekehrt konnte sich der Kaiser auf die bilderfeindlichen Soldaten verlassen, die argumentativ von Bischöfen aus dem Osten unterstützt wurden. Befürworter von Bildern wurden zum Tode verurteilt oder verbannt, wie der Patriarch von Konstantinopel, Konstantin II. Einzelne Befehlshaber rühmten sich sogar, in ihrem Gebiet fast alle Klöster beseitigt zu haben. Aus den bilderfeindlichen Maßnahmen wurde immer mehr eine antimonastische Bewegung. Zahlreiche Geistliche gingen in die Emigration, vor allem in jene Landesteile, in denen die Maßnahmen nicht oder nur sehr schlecht umgesetzt wurden. Georgien, die Krim, das lateinisch sprechende Gebiet an der unteren Donau oder nach Italien. Nach dem Tod Konstantins V. 775 ließ die Intensität des Streits nach. Leon IV. Zeigte sich in seiner kurzen Regierungszeit tolerant. Die Thronbesteigung Konstantins VI., der bis 790 noch unter der Vormundschaft seiner Mutter Irene stand, bereitete den Boden für einen Friedensschluss. 787 erlaubte das zweite Konzil von Nicäa, es ist das siebte ökumenische Konzil, da auch Vertreter aus dem Westen anwesend waren, den Bilderkult wieder.